Lange schon gar keinen Rücktrittsgrund mehr. Wo legen Sie denn die Maßstäbe an, Sie jetzt in der CSU, wann ein Politiker eine persönliche Verfehlung begangen hat, die schwerwiegend genug ist? Wenn er im Amt eine schwerwiegende Verfehlung begeht, dann glaube ich, ist er reif für einen Rücktritt. Persönliche Aber wenn Fehler? Ich möchte nicht jemanden auf seine Doktorarbeit und das, was da hier verkehrt gelaufen ist und was wir alle wissen, reduzieren. Sondern ich muss schon auch sehen, was dieser Mann auch in seinem Ministerium geleistet hat. Und welche Schwierigkeiten. Das Verteidigungsministerium ist ein Himmelfahrtskommando. Die Liste derer, die als Verteidigungsminister zurückgetreten sind. Wenn er im Amt einen schweren Fehler begeht, dann ist er nicht zu halten als Minister. Aber ich kann ihn nicht und will es auch nicht reduzieren auf das, was er hier an Fehlern begangen hat. Verstehe ich. Ich gehe davon aus, sie sind nicht bewusst gewesen. Ich kann Ihnen das Gegenteil sagen. Wenn er das noch nicht mal bewusst gemacht hat, dann wäre er ja dumm. Ich möchte eines hast du loswerden. Ja, Herr Schneider. Nein, bitte, Herr Schneider. Wissen Sie, wenn er vergessen hätte, dass das Fremdtexte sind und er hat sich daran gewöhnt, an das Schriftbild. Dann sehe ich es ja noch ein. Aber er hat hineinredigiert. Er hat einzelne Worte ausgewechselt. Lassen Sie mich doch einfach mal ausreden. Nein, aber ich will Sie nur bitten, wir sind ja alle schreibende Menschen, daraus zu schließen, dass er diese Texte sehr genau gekannt hat. Und daher ist das mit dem Fehler, dass man keine Fußnote macht. Er hat 7 Jahre lang daran gearbeitet. Und ich unterstelle ihm nicht, dass er uns... Es geht um die Frage, ob er als Minister tragbar ist. Genau. Wenn ich die Frage beantworten darf, müssen Sie jetzt mal einen Augenblick lang stillen. Er hat als Minister gelogen. Er ist doch jetzt nicht als Doktorand vor die Presse getreten, sondern als Verteidigungsminister. Er hat doch nicht als Verteidigungsminister. Ein sehr schwerwiegender Vorwurf. Und er ist ein Jurist. Also ist er dann recht. Also das ist doch es berührt die Frage der Glaubwürdigkeit. Das hat ja auch Frau Demmer. Ist er denn für Sie schizophren? Ist er glaubwürdig noch, obwohl er Ich reduziere nicht ihn am Anfang nicht die Wahrheit auf diese hat. Frage. Wenn er wirklich Ghost Rider gehabt hätte und würde das ableugnen, dann wäre das schwerwiegender, als im Augenblick es schwerwiegend genug ist. Als schwerwiegend genug ist. Aber ich meine, dass wir beim wissenschaftlichen Dienst hat er erwähnt, er hat es reingeschrieben, das war wissenschaftlich nicht korrekt zitiert, aber er hat darauf hingewiesen. Okay. Aber lassen Sie mich doch, ich bin nicht der Auffassung, dass das, was ihm jetzt vorgeworfen wird, mit Recht auch vorgeworfen wird, dass er, und was er auch als Fehler selbst deklariert und einsieht, dass das ausreicht, um ihn als Minister zu disqualifizieren. Das ist nach meiner Auffassung nicht der Fall. Frau Dittfurt hat aber vorher politische Gründe. Wir waren doch alle einig, dass die Arbeit nicht zu retten ist. Die Frage ist, ob er deshalb zurücktreten soll, weil die persönliche Integrität, das war Ihr kleiner Disput am Anfang, die persönliche Integrität, sagt Frau Demmer, ist beschädigt. Kann denn so jemand dann noch Minister bleiben, gerade in diesem Da hat Herr Geis das richtig gesagt, das hängt davon ab, wie weit diese Verfehlung was mit dem Amt zu tun hat. Ich finde die interessante Frage eine ganz andere. Da haben wir noch nicht erörtert, dass der Guttenberg ja im Grunde genommen von einer Stimmung in der Bevölkerung, die solche Figuren verlangt, sucht, braucht, ungeheuer in die Höhe gehoben worden ist. Ja. Das ist ihm ja nach meiner Einschätzung, ich habe ihn vor der Ministerzeit gekannt, ich sehe ihn jetzt aus der Ferne, sehr zu Kopfe gestiegen. Und er hat das auch gefördert, obwohl er hätte bremsen müssen. Mhm. Und meiner Meinung nach ist die interessante Frage, das ist biografisch auch interessant, wie er mit dieser Pleite jetzt fertig wird. Also ob er die wirklich souverän, und die gestrige Erklärung ist schandbar, wenn man das nochmal sieht, ist man wirklich erstaunt, wie sehr er nach wie vor rumeiert. Aber er ist im Grunde genommen von einer gewissen Kühnheit, die aber etwas, wie soll ich sagen, husarenhaftes hat. Er ist damit immer durchgekommen. Aber und das bestätigt ihn in dieser Art und Weise. Eines dieser Fälle, wo man sagen muss, Kinder. So, können Sie das mal ausführen? Was ist denn Ihre Kritik an seinen politischen Taten jetzt? Dass der Stil, den er hat, meines Erachtens durch die Art, wie er jetzt ins Gedränge kommt,
einer gründlichen Überprüfung bedarf. Was er muss Sie, völlig anders auftreten. Was werfen Sie denn vor bei Kundus, was bei Gorch Fock? Also da geht es ja nun um politische Fragen. Erst sagt er, ist alles sozusagen in Ordnung, und dann hat er irgendein Gespräch und dann sagt er das Gegenteil. Ich meine, der Ärger, der jetzt in den Erinnerungen, nicht in der Biografie von Lose und Wehner kommt, nicht wahr? Das die Militärs waren doch entgeistert darüber. Und sie haben sich ja im Grunde auch dagegen gewehrt. Ja. Nein, nein, er hat eine Art, sozusagen auch zu überrollen. Da ist auch ein gewisses aristokratisches Überlegenheitsgefühl. Was meiner Ansicht nach ihm zu Verhängnis werden kann. Ja. Ich will Ihnen was sagen. Ich glaube, dass er weiter weg ist heute von den großen Zielen, die ihm von vielen Landsleuten nachgesagt werden, weil er in einem gewissen Maße und weit über diese Dissertation entzaubert ist. Er muss sich völlig neu definieren, um in der neuen Phase mit den großen Fähigkeiten, die er hat, die Zukunft zu erarbeiten, die er braucht. Aber mit dem bisherigen kommt er nicht durch. Das ist meiner Meinung nach wirklich gescheitert. Weil man jetzt, das geht mir doch so, der ich ein Anhänger von ihm bin, ich bin erstaunt, wenn man sozusagen jetzt sich nochmal Kundus anguckt, wenn man sich Gorch Fock anguckt, wenn man sich die Bundeswehrreform anguckt. Ist doch unglaublich, jemand fängt eine Diskussion über eine ganz wichtige Frage an mit dem Satz, wir haben kein Geld. Du liebe Güte, man muss erst mal sagen, warum wir überhaupt eine Armee brauchen, warum eine Bundeswehr notwendig ist. Denn jetzt kostet das Ding ja mehr, als er vorher angenommen hat. Und die ganze Geschichte, wir hätten in einer Demokratie eine zweijährige, dreijährige Diskussion gebraucht, wo alle sich hätten beteiligen müssen, was sind denn die Gefahrenlagen heute und morgen und was müssen wir daraus machen. Das ist wenn ja man das so sieht, jetzt das haben wir sogar eine Fremdenlegion möglicherweise. Aber das ist doch wahnsinnig. So, und jetzt ist die Frage doch, gelten für zu Guttenberg andere Maßstäbe, ja. Frau Dittfurth. Also, wenn man das eben zusammenzählt, was jetzt Arnulf Baring gesagt hat, der Auftritt gestern nochmal, er entschuldigt sich, aber er bittet nicht um Entschuldigung. Gleichzeitig auch der Anspruch, den er an andere gestellt hat, zum Beispiel die Kapitänin, der Gorch Fock, erstmal den Mann aus der Schusslinie, ohne dass sie davor ein Gespräch gehabt hatten. Gelten für zu Guttenberg andere Maßstäbe? Nimmt er sich andere Maßstäbe? Haben Sie das Gefühl? Er nimmt sie sich und sie werden ihm zugestanden. Also es ist, ich habe mal woanders gesagt, spöttisch, es ist ein Schnösel aus dem Schloss. Das meine ich nicht nur spöttisch, dahinter steht auch was Analytisches, dass er in Kreisen aufgewachsen ist, in dem ihnen von klein auf beigebracht ist, bestimmte Tischmanieren, die darf man auch nicht verletzen. Da kommt er jetzt ein bisschen in die Bredouille, weil er diese Regelverletzung betreibt. Selber redet ja immer sehr viel von Ehre und trägt diesen adligen Kodex vor sich her und spricht und sozusagen saugt da auch was raus. Und Zuschreibung heißt auch, das ist, das habe ich vorhin sozusagen ein bisschen schnell und polemisch gesagt, dass es in diesem Land eine ganze Menge Leute leider gibt, was man an diesen Umfragen sieht, die dann, wenn jemand sozusagen den Hintergrund hat, Großgrundbesitz und Adel und sogenannte alte Familie, dass dem immer Sondereigenschaften zugeschrieben werden, als ob das ein genetischer positiver Defekt sei. Und es ist natürlich einfach Humbug. Nein, das ist nicht da, darf ich den Satz nochmal einfach nur zu dem so Punkt, zu dem ich die Leute darf, nicht ich, darf ich den Satz zu dem Punkt bringen, zu dem ich wollte? Baronin. Das heißt, es ja, schneidet sie leider. Nein, das ist falsch. Sie haben sich aus persönlichen Gründen schon damit... Darf ich den Satz bitte, bevor der Gedanke... Gesetzt, ja. Ich bin noch ein bisschen jetlaggig, bevor der Gedanke... Das heißt, die Zuspitzung oder die Gewohnheit, das war ein richtiger Hinweis, die Gewohnheit ist, von früh an zwar zu besonderen Pflichten und Leistungen erzogen oder auch dressiert zu werden, und dann aber auch gleichzeitig mit dem Gefühl, nicht nur über so einem Dorf zu wohnen, sondern auch eigentlich, das wird aber eher heimlich gehalten, anderen Menschen überlegen zu sein durch die lange Tradition. Das ist auch eine Form von, modernem, ein von modernem Rassismus. Ach nein, Rassismus genau. Darüber kann man, es gibt kluge Bücher darüber und so weiter. Es kann nicht egal. Sein, weil der Bruder ja gestern bei dem der hat genau, und der Bruder, der Bruder, ich würde das Argument gerne zu Ende bringen. Langsam das Argument, nein, ich mache es kurz. Ja, meine Meinung steht nicht so oft in der Zeitung, da muss man manchmal weiter ausholen. So, jetzt egal. So, das heißt, er ist aufgewachsen in diesem Gefühl des besonders gepäppeltseins. Ja. Und jetzt wird er von der CSU, die einfach keine anderen Leute mehr hat und die den Jungen dringend braucht, und von den untertänigen Teil deutscher, dem Teil deutscher Bevölkerung, sagt, bitte bleib so einen wunderbaren Jungen mit Tischmanieren ausgestatteten Frau. Deswegen glaube ich, dass er vielleicht sogar mit diesem Betrug und diesem Diebstahl durchkommt. Das sind, hier ist jetzt elitärer Rassismus gefallen als Wort. Sie haben schnöseliges Adeltum gesagt. Die Prinzessin, Entschuldigung, jetzt in dieser in das muss ich jetzt Falle, verteidigen muss ich Sie jetzt und zurückweisen. Nein, klar. Das muss ich jetzt wirklich fragen, tatsächlich. Also auch deshalb, weil auch Sie hier wissen, wovon da geredet wird. Ist das eine völlig falsche Analyse? Also gibt es gerade das Gegenteil von elitärem Denken?
Das ist eine sehr schöne Veranschaulichung von dieser populistischen Idee. Ja, man kann das so schön einordnen und man kann das irgendwie leicht verteufeln sozusagen. Gerade deswegen galt ja auch Adel wirklich als extrem hinderlich in der Politik. Das ist eigentlich das Interessante, finde ich, mit an Gutenberg. Mhm. Dass vorher sagte man, selbst Friedrich Merz sagte, als Gutenberg in die Politik kam, der wird nie was werden, weil es einfach volksfern und Baron und deutscher Neid und so weiter, das ist einfach too much. Ja? Mhm. Und dann waren alle ganz überrascht, dass dieses Denken sich wohl gewandelt hat in Deutschland, dass die Leute das nicht mehr gleich verurteilen, dass jemand adelig ist und dass sie ihn trotzdem als volksnah empfinden, ja? Und ihn gern haben. Und in Umfragen haben, glaube ich, 7% gesagt, dass seine Beliebtheit etwas mit dem Adel zu tun hat. Also ich glaube, für viele Leute spielt es einfach keine Rolle mehr, was kein Wunder ist, weil der Adel ist seit 100 Jahren abgeschafft. Deswegen kann ich auch nicht nachvollziehen, dass Frau Ditfurth da ein Problem damit hat, irgendwie ablegen, nicht ablegen, nennen, nicht nennen, weil de facto ist es ein Name. Ja. Und mehr, ja, aber Sie schreiben zum Beispiel, traditionell verstanden, das auch in der Biografie, traditionell verstanden, verpflichtet das Standesdenken zu individueller Demut. Womit ich sage, wenn man sich, anstatt sich besser zu fühlen, die Leute, die denken, man fühlt sich damit als irgendwas Besonderes, ja, dem entgegenstelle ich das Verständnis davon, ich stehe mit meinem Namen als einer in einer langen Kette von Namen und muss deshalb diesem Namen Ehre machen. Ja? Also das ist das Gegenteil von, dass ich fühle mich jetzt hier irgendwie besonders und kann mir hier besonders viel rausnehmen. Zur Erziehung gehört auch die Überlegenheit, nie zu zeigen. Die wird nur intern besprochen. Das ist genau das Spiel. Sie kennen sich ja auch. Sie haben es ja ein bisschen von Österreich aus beobachtet. Selbst der Spiegel hat den Titel gemacht, der Bürgerkönig. Also es hatte eine, man hat sich damit beschäftigt. Erkennen Sie so eine Sehnsucht nach Monarchie? Nee. Auch in dem, was man zu Gutenberg jetzt dann... Das würde ich in dem Fall gar nicht sagen. Ich möchte noch einmal auf Ihre Frage zurückkommen mit dem Rücktrittsgrund. Ja. Ich verstehe den Mann, wenn der sagt, dieses Opfer, ich bin das Opfer meines lächerlichen Akademikerfimmels und ich habe hier Scheiße gebaut, verzeihen Sie, dass ich das so offen sage, aber ich möchte gerne Verteidigungsminister sein oder überhaupt meinem Land dienen als Minister. Aber er hätte einen Rücktrittsgrund, und zwar einen moralischen. Das sind die drei Toten. Das sind die abermals drei Toten. Das ist ein Rücktrittsgrund, weil ich mich hinstellen muss und sagen, ich kann das nicht mehr verantworten. Das Land ist im Krieg, da kann er doch nicht gehen. Also Mann. Von deutschem Boden darf nie mehr ein Krieg ausgehen. Darf ich das zitieren, bitte? Herr Dr. Schneider, das ist jetzt zu hoch gegriffen. Seine Strategie für mehr toten deutschen Soldaten. Nein, Sie können ihn um Himmels Willen nicht verantwortlich machen jetzt für die drei Toten. Machen Sie auch nicht. Aber Sie können das auch nicht jetzt als Aufhänger nehmen für ihn als, als Rücktrittsgrund. Das können Sie auch nicht machen. Im Gegenteil, da muss er gerade extra Ich kann mir eine Menge Menschen vorstellen, die dieses Amt annehmen, weil sie glauben, sie können etwas Gutes bewirken. Aber diese Aneinanderreihung von Katastrophen mit den deutschen Soldaten in Afghanistan müssen eine moralische Gesinnung irgendwann einmal aktivieren. Da muss man dann sagen, da müsste Obama auch so sein. Mit Kriegen beschäftigt? Nicht so wie Sie, Herr Dr. Baring, nicht so wie Sie. Sie sind Historiker und Sie lieben diese kriegerische Atmosphäre. Sie sollten lieber sein, wenn Sie ein Thema nicht beurteilen können. Sie reden völlig absurd. Sie reden genauso verrückt über Afghanistan. Das ist wirklich eine Leute heute. Wenn Sie Herrn Dr. Schneider wirklich ernst nehmen, müssen Sie Obama zum Rücktritt auffordern. Ja, gerne. Vollkommener Quatsch. Ich fordere auch gerne Sie zum Rücktritt. Damit hätte, glaube ich, Frau Ditfurth kein Problem. Aber die Frage ist doch trotzdem die. Also, wir haben hier einen, der die Soldaten auch in ein Kriegsgebiet zu führen hat. Und die Frage ist, ob er die moralische, die Integrität besitzt tatsächlich dann, eben wenn etwas passiert, und das war ja Kundus, das auch so zu benennen, wie es richtig ist und im Zweifel auch die richtigen Schlüsse daraus zu ziehen. Und das ist doch die Frage, Professor Baring. Sehen Sie denn, dass er da eine Beschädigung erlitten hat, die ihm daran hindern könnte? Also ich sehe, wie Sie merken, jetzt kritischer als vorhin, dieser Geschichte. Und ich bin der Meinung, dass sozusagen dieses, meine Mutter hätte gesagt, Nassforsche, was er hat, im Grunde genommen eine große Gefährdung ist. Das ist ihm von einem Land, das wenig Führungspersonal hat, dringend welches braucht, in allen Parteien sieht das ja sehr, sehr kümmerlich aus, von der Linken bis ganz in die Mitte, rechts haben wir ja nicht, sind alle sozusagen auf der Suche nach Leitfiguren und sie haben furchtbar wenig. Da haben die Parteien auch nichts getan, um das sozusagen zu verbessern. Mit anderen Worten, diese Krise der Führungsfähigkeit, die alle demokratischen Parteien im Grunde
mumienhaft erscheinen lässt, weil sie im Grunde das nicht mehr hervorbringen. Es wirkt ja wie so eine Oma-Generation, die wir jetzt an der Regierung haben. Und erst recht, wenn da so Kinder dazwischen geschoben werden, wie die junge Frau Schröder, das zeigt ja im Grunde genommen nur, dass das eben ein wahnsinniges Manko der Parteien ist. Und da ist der eben auch gar nicht entbehrlich. Der ist wirklich nicht entbehrlich. Und das akademische Scheitern spielt da überhaupt keine Rolle. Und Ihre Erwägungen sind natürlich völlig jenseits der Sache. Ich würde mich gerne mal mit Ihnen unterhalten, über Krieg und Frieden. Ruhe, über Afghanistan zu belehren und zu sagen, dass das kein... Mann Gottes, wollen wir jetzt die Kriegsdiskussion wir wollen heute darüber reden und wir reden deshalb auch über Gutenberg etwas länger als über andere Politiker vermutlich, weil er eben ein Hoffnungsträger war und ist. Also die Umfragen, die wir sehen, zeigen, dass er immer noch sehr beliebt ist und das hat damit zu tun, dass er andere Maßstäbe an sich angelegt hat, als man bis dahin gewohnt war. Ein kleines Beispiel, bevor Herr Schneider mir noch mal etwas dazu sagt, haben wir zusammengetragen. Diese Zitate finden sich entweder aus Interviews von Karl Theodor zu Gutenberg oder eben von seiner Homepage. Als er durch das letzte Dorf gekommen war, stand da ein Scherenschleifer mit seinem Karren. Sein Rad schnurrte und er sang dazu: Ich schleife die Schere und drehe geschwind und hänge mein Mäntelchen nach dem Wind. Bravo. Der Minister liebt es, Märchen vorzulesen. Politisch allerdings sehr ungern. Es ist schon wichtig, bei der Wahrheit zu bleiben, sagt Gutenberg danach. Auch andere Werte vertritt der politische Superstar sehr offensiv. Ich will auch unbequemen Fragen nicht aus dem Weg gehen, denn nur dann behält man das Gefühl dafür, was für die Menschen wichtig ist. Es ist wichtig, bescheiden zu bleiben, Bodenhaftung zu bewahren und die Arbeit zu machen, zu der man berufen wird. Richtschnur meines Handelns war und ist Prinzipienfestigkeit und Grundsatztreue. Verantwortung bedeutet vor allem Verpflichtung, Vertrauen und Gewissen. Immerhin, auch das weiß zu Gutenberg. Man ist gut beraten, sich immer vor Augen zu halten, dass es auch ein Leben nach der Politik gibt. Wie man weiß, kann das manchmal sehr schnell gehen. Die Bilder kommen von einem Auftritt bei den Berliner Märchentagen. Berliner werden, also Menschen werden dazu aufgefordert, Märchen vorzulesen. Herr Schneider, wer so hohe Ansprüche an sich anlegt, kann nur fallen? Oder sind wir jetzt schon so zynisch geworden, dass wir das gar niemandem mehr zugestehen? Ich glaube, als Wirtschaftsminister, wenn eine Wirtschaftsdissertation geschrieben hätte, wäre wahrscheinlich, hätte eine bessere Dissertation geschrieben und wäre nicht gefallen. Der Herr Dr. Geis. Ohne Doktor. Geis? Ja. Ehren-Dr. Geis. Ja, so weit bin ich noch nicht. Noch nicht. Auch nicht. Hat gesagt, der Posten eines Verteidigungsministers ist ein Schleudersitz. Und das ist im Grunde die Pointe dieser ganzen Entwicklung. Denn wenn ich glaube, mit meinem wirklich feinen Gefühl für politische Entwicklungen, dass man den Mann dorthin gestellt hat, wo eine Aufgabe nicht zu erfüllen ist. Aber warum? Ich glaube, weil er sie überstrahlt. Ja. Er hat diese Attitüde überstrahlt das Unvermögen. Ja, der hat eine zu rasche Popularität errungen, ist zu beliebt geworden. Der bringt die politische Landschaft total ins Wanken, auch die in seiner Partei. Aber Herr Dr. Schneider, die Kabinettsbildung ist immer ganz anders. Nach solchen Maßstäben geht man bei Kabinettsbildung nicht vor. Das Interessante ist doch bei dem Film jetzt, dass meine These durch diesen Film auch belegt wird. Wenn er sich nicht neu erfindet für den bescheideneren, demütigeren, nicht mehr so hochfahrenden, nicht mehr so, wenn er sozusagen ein Gutenberg 2 wird, also sozusagen, dann wird er überleben. Aber ich glaube nur, das wird nicht passieren. Eigentlich gerade Bestätigung in seinem Verhalten erfährt. Also wenn nichts Neues mehr rauskommt, glaube ich, ist er durch. Dann wird er einfach im Amt. Aber er ist doch angekratzt. Ist er denn? Oh, aber nicht wirklich. Also in seinem Selbstempfinden ist er nicht angekratzt. Ja, dann wird er aber nicht mehr. Das weiß ich nicht. Das glaube ich auch. Die Bundeskanzlerin verteidigt ihn. Ich glaube, was ihn zu einem Wandel oder zu einer persönlichen Entwicklung hätte bringen können, wäre, wenn er jetzt zurückgetreten wäre, so wie Käßmann
Und dann hätte er auferstehen können, unschuldig daran, dass er als ein Heilsbringer in der Politik, als Politiker neuen Typus, als beliebtester Politiker gemacht wurde? Er hat das selber gemacht oder waren es die Medien? Also die Medien haben mitgemacht. Es ist natürlich auch journalistisch unglaublich dankbar, über so jemanden zu schreiben. Es ist ja viel schöner, über so jemanden zu schreiben, als über irgendeinen Langweiler, der irgendwie nicht glänzt. Darf ich mal aus einer persönlichen Begegnung. Ich treffe ihn ja jede Woche. Ja. Einmal, zweimal. Aber ich finde nicht, dass er überheblich ist. Ich finde überhaupt nicht, dass er in irgendeiner Weise auch nur den Hauch einer Arroganz an sich hat. Er ist bescheiden. Er ist äußerst zuvorkommend. Nun werden Sie sagen, das ist Adelserziehung. Ja, der Mann ist 39 Jahre alt. Das ist, wenn es in ihm Fleisch und Blut übergegangen ist, ja gut. Sagen Sie, Herr Geis, was ist eigentlich mit den 2000 Leuten, die er bestohlen hat? Sie kennen ihn wahrscheinlich nicht. Ich kann das, was Sie sagen, das Negative, was Sie sagen, so einfach nicht bestätigen. Frau von Bayern, die Financial Times Deutschland schreibt heute, lieber Herr zu Guttenberg, tun Sie der Wissenschaft, der Politik und dem Land einen Gefallen. Gehen Sie dahin, wo Sie hergekommen sind. Gehen Sie in den Wald, in dem Ihr Schloss steht. Ist er genauso unschuldig an seinem Fall, wie er vorher unschuldig an seinem Aufstieg war? Ist das fair? Er hat ja gerade die Verantwortung übernommen für dieses ganze Schlamassel. Ja, aber jetzt war nicht der Aufstieg. War er an dem Aufstieg ganz, ist ihm das Recht gewesen? Ich wollte da gerade weiterreden. Insofern kann man ja nicht sagen, dass er unschuldig ist an dieser Krise. Er hat ja die Verantwortung dafür übernommen. Hat er nicht? Was ich interessant finde und was ich wichtig finde, was Herr Baring gerade gesagt hat, er wurde extrem hoch gelobt und dem hält lange keiner stand. Man kann nicht die Lichtgestalt sein. Das ist einfach enorm anstrengend. Er ist auch ein Mensch. Ja? Und jetzt hat er diese Schramme und das musste kommen. Das wussten alle, dass das kommen wird. Alle haben es heraufbeschworen. Auch die letzten zwei Jahre haben alle darauf gewartet. Er hat immer wieder gesagt, die Journalisten haben es immer wieder gesagt, so jetzt ist es da. Ja? Und natürlich ist das auch bei ihm angekommen. Also das wird jetzt auf normalem Maß zurechtgestutzt. Und das ist nicht schlecht. Aber ich finde, normalmaß ist nicht der Auftritt von gestern. Also normalmaß, das gestern war ja irgendwie behauptete Demut, aber es war ja das Letzte. Es war nicht das Letzte, sondern es war unsere zu einer letzten Demütigkeit. Sack und Asche erscheinen. Ja. Nicht in Sack und Asche, aber demütig war es nun mal nicht. Aber ganz normal, einen ganz normalen Satz sagen, einen ganz ruhigen. Und diese Prätention, mit der er da aufgetreten ist. Also wir er ist in einer schwierigen Situation. Mhm. Also ich meine, ich glaube, dass er sehr unter dieser ganzen Sache zu leiden hat und auch leidet. Und er nicht allein, sondern seine ganze Familie. Seine ganze Familie. Familie nicht. Er geht durch ein Stahlgewitter durch und er geht durch ein Stahlgewitter. Es ist eine ganz schwierige Phase. Was für ein Stahlgewitter? Herr Geis, was ist das Stahlgewitter? Wo fliegen die Kugeln? Na ja, gut, ist er jetzt ein Opfer? Liegt er blutig am Boden, nur weil der Spiegel ihn kritisiert? Sie leben in anderen Dimensionen. Sagen Sie mir bitte, was Stahlgewitter ist. Kommen Sie auf Ernst Jünger. Herr Geis, bitte. Lassen Sie mich. Ich würde gern wissen, wo das Stahlgewitter ist. Lassen Sie mich bitte ausreden. Vielleicht erklärt das ja noch. Er ist in einer ganz schwierigen Situation. Und er muss hier wirklich mit einem unwahrscheinlichen Gegenwind hat er täglich zu tun. Aber nicht nur er, sondern seine ganze Familie, seine Kinder auch. Die werden ja irgendwo auch dumm angeschaut. Und wenn er das durchsteht und wenn er nicht kapituliert, wenn er nicht davonläuft, dann hat er meiner Meinung nach eine hohe Qualifikation. Ja. Die Frage, die viele jetzt auch der Eltern stellen, Herr Geis, stelle ich jetzt Ihnen, weil Sie ja auch Vater sind. Wenn jetzt zu Ihnen einer Ihrer Kinder kommt und sagt, und aus der Schule wird gesagt, naja, der hat jetzt abgeschrieben vom Nachbarn und die Arbeit ist, aber dann kann der jetzt sagen, na gut, aber das hat ja der Minister auch und es hat ihm nicht geschadet. Haben Sie das Gefühl, über den Fall Guttenberg hinaus, das Land nimmt Schaden, die Wertvorstellungen, die Moralvorstellungen, die von der Politik auch immer vorgetragen werden? Also meine Kinder sind aus der Schule rausgekommen und haben mich wegen ganz anderer Sache angepiekt, weil sie angepiekt worden sind, weil ich ganz andere Erklärungen dazu abgegeben habe. Also das habe ich auch erlebt. Aber wenn Sie mich so fragen, ob das nun ein vorbildliches Verhalten gewesen ist, des Herrn zu Guttenberg im Falle seiner Dissertation, dann kann ich Ihnen ganz klar bestätigen, es war kein vorbildliches Verhalten. Ist es denn vorbildlich, dass die Kanzlerin sagt, es ist mir ganz egal, was er macht? Als Mensch, als Doktorand, weil er ist ein guter Minister, kann es einem egal sein? Das ist der Kanzlerin auch nicht egal. Aber ich kann nicht jemanden festmachen an einer Sache, wenn er gleichzeitig ein schweres Amt
mit Bravour meistert. Das kann ich nicht. Und das muss ich auch beurteilen. Und das, muss ich, das muss ich gegenüberstellen. Ja. Und dann kann ich die Kanzlerin schon verstehen, wenn sie sagt, ich halte an ihm fest. Mhm. Es gibt einen Menschen, der hat bei städtischen Versorgungsbetrieben gearbeitet, türkischer Hintergrund, und hat sich aus dem Sperrmüll, den er jeden Tag transportieren musste, ein Kinderbett mit nach Hause genommen. Der wurde selbstverständlich gefeuert und hatte arbeitsrechtlich keine Chance. Das halte ich für ein geringeres Verdienen, als anderen sollten die geistige Arbeit zu stehlen. Das heißt, was sich jetzt gerade durchsetzt, ist eine unglaubliche, unterschiedliche Bewertung dessen, was Leute tun und tun dürfen. Und was sich unter der Hand auch durch die Kanzlerin bemerkend durchsetzt, ist eine enorme Missachtung intellektueller Arbeit. Es ist scheißegal, was jemand da tut. Er hat im Übrigen seinen Doktor selber nie gewusst. Ich habe so lange Zeit gar nicht gewusst, dass er einen Doktor hat. Das ist doch also, völlig egal. Aber nein, ich will damit sagen, er hat mit Recht, er wird diesen Doktor nicht mehr führen, weil er sagt, ich habe den Doktor, so wie ich meine Arbeit heute sehe, nicht verdient. Und das ist doch auch etwas, was ihm schwer fällt und was auch eine, sagen wir mal, das ist ehrenrührig. Er ist erwischt worden. Soll er jetzt sein ganzes Leben lang deswegen in die Ecke gehen oder soll er sich ins Mauerloch kriegen? Wenn er gleichzeitig ein hervorragender Minister ist. Die Frage ist ja, ob man das seine vom anderen trennen kann. Er hat gesagt, das muss ich neu erfinden. Das ist nichts anderes. Das würde ihm schon ein Mäntelchen passen. Ich hätte jetzt eine ganz einfache Frage gestellt, nämlich ob die Kanzlerin diesen Minister, wenn er nicht selber zurücktritt, entlassen muss, wenn sie tatsächlich hinter all den vorgetragenen Beteuerungen von Werten steht, die ja gerade in den letzten Jahren massiv eingefordert wurden, massiv. Kann sie dann so einen Minister belassen, Herr Professor Baring? Kann sich das Bildungsland Deutschland, wurde heute gefragt in einem Kommentar, das überhaupt leisten, dass da einer kommt, alles, was wissenschaftlich ein Usus ist, über den Haufen wirft und trotzdem bleibt der Minister? In der Wissenschaft würde nichts werden, das ist auch vollkommen klar. Aber es geht jetzt um den Minister. Ja, der Minister. Also stellen Sie sich einen Augenblick vor, Sie wären die Kanzlerin und Sie hätten sozusagen jetzt eine Kabinettsumbildung vor. Wenn Sie zu dem Schluss gekommen wäre, der schadet mir im Augenblick mehr und ich habe da einen anderen, der da wunderbar hinpasst, hätte Sie ihn glatt fallen lassen. Ich bin fest davon überzeugt, dass sozusagen die Tatsache, dass eine Kabinettsumbildung der Kanzlerin unwillkommen war, zu dieser Haltung geführt hat. Denn die Kanzlerin ist ja relativ kühl in ihrem Umgang mit anderen. Also da kann man nicht auf ihre Freundschaft rechnen, wenn man in Schwierigkeiten gerät, würde ich denken. Aber das heißt, sie guckt sich die Sache gar nicht so sehr an, sondern sie guckt sich an, passt es mir jetzt gerade in den Kram, das Kabinett umzubilden oder nicht? Ich würde ja die Dissertation auch nicht angucken. Wir sagen, das war Mist, vollkommen daneben. Und übrigens, was Sie immer sagen mit dem geistigen Eigentum, der große, von mir sehr geschätzte Egon Friedell hat gesagt, wer als Autor nicht bestohlen wird, ist nichts wert. Das ist eine andere, aber eine ganz andere. Guter Versuch, aber eine andere. Man muss es intelligenter machen. Die Mehrheit der Deutschen steht hinter Gutenberg, jedenfalls in den Umfragen des Wochenendes war es noch so. Wie erklären Sie sich das? Sehen Sie hier eine Spaltung auch? Die, die was verstehen von wissenschaftlichen Arbeiten, sagen, so geht das nicht. Und die anderen sagen, wieso ist doch alles nicht so wichtig? Also ich glaube, wenn ich jetzt meinen Freundeskreis allein angucke und da sind Leute dabei, die zum Beispiel Handwerker sind und denen würde man ihre Sache klauen, dann würden die Kopf stehen, die verstehen das dann schon. Mhm. Es hängt davon ab, ob man das übertragen kann. Aber ob man sagt, wissenschaftliche Arbeit, Autorenarbeit oder Kabarettistenarbeit, Theaterarbeit ist etwas wert. Mhm. Und nur weil es unsichtbar ist oder kein Schrank oder kein Kühlschrank, ist es nicht plötzlich wertlos. Ja. Das ist das eine, dass da ein Unverständnis herrscht. Ja. Und das andere ist aber sicher das, was ich vorhin meinte, dass es diese Verbindung gibt zwischen Selbstzuschreibung von etwas Besonderes, Teil sogenannter Eliten zu sein, und der von unten Akzeptanz. Ja, du bist was Besonderes, weil diese Ministerin, ich weiß leider ihren Namen nicht, in Niedersachsen, die einen türkisch-muslimischen Hintergrund hat, die hätte keinen Brief falsch schreiben dürfen, die hätte kein Dokument falsch, die wäre sofort aus dem Amt geflogen. Das heißt, auch innerhalb der sogenannten politischen Elite wird hier nochmal ein Unterschied gemacht, von dem er enorm profitiert und er wird lernen, dass er profitiert und wird das wahrscheinlich so weitertreiben. Das weiß er ja und natürlich, schon. Ja genau, ist ja ein enormer Schutzschild. Jeden Tag saugt er das auf und die Arroganz in seiner sogenannten demütigen Entschuldigung trifft ja auch nie den Punkt deswegen. Und natürlich weiß er, er wird gebraucht, und das ist völlig richtig, was Werner Schneider vorhin gesagt hat, er wird gebraucht, um zu überdecken, dass es jetzt nicht mehr um Verteidigung, sondern um Krieg und Offensive im militärischen Bereich gibt.
Und er ist genial darin, zuzudecken, dass seine Strategie dazu führt, dass auch mehr deutsche Soldaten sterben. Also so viel Gift und Galle, wie Sie getrunken und gegessen haben, kann man gar nicht. Ich rede nur über politische Interessen und ich weiß, dass es immer präsent, wenn man plötzlich wie Sie mit einer Opposition konfrontiert. Jetzt, dass ich nur aus Gift und Galle bestehe, wenn ich anmerke, dass Sie früher gesagt haben, dass die Familie des Ministers darunter leidet. Unter diesen Mit Sicherheit, Dingen. Davon gehe ich aus. Diese drei Toten in Afghanistan, davon ist einer Familienvater und hat ein Kind und die anderen zwei haben wahrscheinlich Eltern. Ich will diese Beachtung von Familien ein bisschen großflächig mitveranstalten. Bin ich mit Ihnen einer Meinung? Diese Vergleiche doch jetzt nicht. Aber ich glaube, die Frage ist, nach welchem Kriterium jemand in einem politischen Amt bleibt oder nicht. Was Professor Baring gesagt hat, ist ja im Prinzip, er bleibt jetzt da, weil die Kabinettsumbindung im Moment gerade nicht das ist, was man sich politisch wünscht. Herr Geis, ist denn jetzt der Karl Guttenberg mehr abhängig von Frau Merkel oder umgekehrt? Ist denn die Kanzlerin jetzt abhängig von Karl Theodor zu Guttenberg? Glaube ich nicht. Die Kanzlerin wird auch andere Persönlichkeiten finden, die einen solchen Ministerposten übernehmen könnten. Ob sie es übernehmen, ist wieder eine andere Frage. Also das glaube ich nicht. Und ich glaube auch nicht, dass sie jetzt abhängig ist von Herrn zu Guttenberg. Sondern ich glaube, dass dahinter auch wohl auch der Gedanke hoffentlich steht, dass man einen solchen